Ja, hi miteinander. So, jetzt wollte ich mal die negativen Seiten vom Fischer EM 1723 aufzählen. Gibt's nicht allzu viel? Was mir aufgefallen ist, und zwar ist die Neungang-Kassette hinten. Das schaltet nicht so flüssig. Überhaupt nicht flüssig. Ist etwas hackelig hinten, die Schaltung, und auch schwer einzustellen. Meistens funktionieren die vorderen, also die ersten drei, vier Gänge gut, dafür gehen die letzten Gänge schlecht oder umgekehrt. Das müsste ich bemängeln. Aber ist überhaupt so, dass diese ganzen E-Bikes, finde ich, viel zu viele Gänge drin haben. Es gibt ja welche mit 21, dann glaube ich auch noch mit 27 Gänge. Finde ich, ist total übertrieben, braucht man nicht. Ich bin mal an der Messe, also der Fahrradmesse in München war das, ein Dreigang-Mittelmotor gefahren und die drei Gänge haben echt ausgereicht. Also dieses Ganze mit den vielen Gängen bei den E-Bikes finde ich so überflüssig, weil man, wenn der Motor einsetzt, so schnell kann man gar nicht hochschalten, wie man es eigentlich benötigt. Also dass man da mittreten kann mit Kraft, das geht gar nicht. Weil der Motor schon die Geschwindigkeit so schnell, also so schnell beschleunigt, dass du da gar nicht mitschalten kannst. Also bei meinem ist es zumindest so. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich da Mountainbike-Reifen drauf mache, mit etwas dünneren Reifen oder sogar Slicks, dass das natürlich abgeht oder beschleunigt wie Schmidts Katze. Aber die Reifen haben natürlich guten Komfort. Also im Wald, gerade im Wald, durchzubrettern auf Stein macht super Spaß. Also da muss ich sagen, ist das echt das richtige Bike für so ein Revier. Und jetzt noch zum letzten Punkt, das ist, das Fahrrad hat zulässiges Gesamtgewicht 125 Kilogramm. Das heißt, wenn es ihr über 100 Kilo wiegt, ist das Fahrrad nicht so optimal, weil das Fahrrad selber wiegt knapp 24 Kilogramm. Und wenn man selber vielleicht 120 Kilo auf die Waage bringt, also kann man dieses Fahrrad vergessen. Dann sollte man doch lieber ein anderes nehmen. Es gibt ja auch von Profete und von Fischer. Dann hat auch noch Zünder E-Bikes. Die sind bis 150 Kilogramm zugelassen. Also da kann man auch 120 Kilo Körpergewicht haben. Und der Rahmen hält es aus und ihr könnt es damit gefahrlos, denke ich mal, spazieren fahren. Aber auf dem Bike mit 125 Kilogramm sollte man halt nicht mehr wie 100 Kilogramm dann wiegen. Das sind die zwei Dinge, wo mir aufgefallen sind. Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Bike. Die Beschleunigung ist super. Aber das halt mit den Gängen zum Einstellen ist etwas kompliziert. Ich könnte euch vorstellen, wenn auf einer Kassette 9 Gänge drauf sind, dass die Zwischenräume etwas dünn sind, beziehungsweise sehr eng beieinander. Und dadurch ist es natürlich auch etwas hackelig beim Schalten. Meistens fahre ich eben im zweiten Gang oder dritten Gang los. Und dann schalte ich gleich auf den siebten Gang. Dann kann man auch mittreten und selbst noch mit Kraft unterstützen. Weil schon wieder der achte, neunte Gang etwas unruhig läuft. Also man spürt richtig durch den Querzug, weil die Kette geht ja dann quer, dass da eine richtige Belastung auch drauf ist. Also wie gesagt, dritte und siebte Gang, wenn man sich gut einstellt bei dem Fischer E-Bike, kann man optimal fahren. So habe ich es jetzt auch eingestellt und geht wunderbar. Anfangs waren es wirklich hackelig. Naja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu bemängeln.
Ja, das war's dann eigentlich schon wieder. Mit ein bisschen musikalischen Matinee. Und natürlich bessere Mikrofonaufnahme. Ja, habt ein schönes Wochenende. Schönen Abend und wir hören uns wieder auf meinem Kanal. Und Peace, Mann. Ich bin raus. Ciao. Servus. Bye, bye.